Viel Vergnügen in den Sunset Studios. Und damit heiße ich euch auch recht herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Overwatch. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Das machen wir. Und dafür suchen wir uns heute mal einen defensiven Assassinen aus. Beziehungsweise, ja, einen defensiven. Den haben wir, doch, die Widowmaker haben wir schon gespielt. Ich würde ganz gerne mal mit dem Thorbjörn spielen. Der kann ja irgendwie ein paar Sachen kredenzen. Oder würde ich doch einfach mal sagen, stürzen wir uns in den nächsten First-Look mit Thorbjörn. Auswählen. Auch was hat er denn so für Fähigkeiten? Geschmolzener Kern erhöht die Feuerrate deiner Waffe und verleiht... Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. So, kann man denn jetzt hier nochmal die Fähigkeiten in sich reinziehen? Weicht nicht vom Plan ab. Und der Sieg... Ja, bei Heroes. So, Rüstungspaket. Konstruiert ein Rüstungspaket auf E. Geschütz aufstellen auf L. Warum stehen Bolzenkanone, wir hier rum? Langsamer Einzelschuss, unpräziser Feuermodus, okay. Und den Schmiedehammer auf 2. Verbessert das Geschütz oder prügelt auf Gegner ein. Und Schrottsammler. Oh Mann, Mann, Mann. Das heißt, wir haben viel zu Angreifer tun hier. In 30 Sekunden erwartet. Das ist also der ganz normale Bolzen hier. Zack, boom, bang. So, auf L können wir gleich ein Geschütz bauen, wie mir scheint. Und hiermit können wir es verbessern. Ist ja erstmal ganz easy alles. Ist ja ganz selbsterklärend. Oh, hier müssen wir verteidigen. Dann können wir mal hier dieses Potenzial. Geschütz aufbauen. So, Schrott haben wir noch nicht. Und jetzt können wir das Ding hier aufpimpen, oder was? Das sollte reichen. Geschütz auf Stufe 2 aufgewertet. Nice. Können wir es noch höher aufwerten? Ist ja mal ganz funny hier. Ich glaube nicht, oder? Ich klopfe jetzt hier einfach nochmal ein paar Jahre ein. Nee. Leider geht's, glaube ich, nicht auf Stufe 2. Oh, nice. Wo ist der Penner? Meine ganze Arbeit. Scheiße. Unser also, Geschütz ist zerstört worden. Ich hab... Oh, scheiße. Na fuck, da haben wir uns natürlich überrannt hier. Wo sind unsere Freunde? Wieso beschützen sie nicht den Verteidigungspunkt? Okay, so geht das aber nicht hier. Dann schauen wir nochmal. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Schrott. Und jetzt können wir gleich auch vielleicht mal ein paar Ausrüstungsgegenstände hier droppen. Er ist ja erstmal ganz lustig. Er kann sich leider nicht sehr schnell bewegen. Hat er jetzt keine Tactics hier auf oder so? Warum war's das, ne? Der Kampf ist noch nicht vorbei! Wir verstecken uns hier einfach in der Ecke. Werden wir unser Geschütz aufpumpen? Komm schon. Okay, Rüstungspaket verwendet auf Rook. Auch nicht schlecht. Und auf Q? Was war doch mal auf Q? Oh. Nice! Okay, ich glaube, wir haben ein paar eliminiert gerade. Können wir die auch aufpimpen hier? Hier gibt's Rüstung! Okay, Rüstung haben wir am Start, alles kein Problem. Ah, nice. Wir holen uns hier die Rüstung. 100 Rüstungspakete haben wir am Schlüssel. Kommen wir noch? Nee, ich kann das sagen. Da kann man nicht noch einen Schutz leider aufstellen. Die Rüstung, Freunde. Holt's euch. Danke! So, 2, genau. Wir können ja jetzt auch mal gleich hier umschwitzen hier. Wir brauchen neue Ladung. Boah, Alter. Vorsicht. Komm wieder zurück hier. Ja, unser Geschütz ist voll am Start. Boah, scheiße. Eine Rüstung für euch, Freunde. Holt's euch. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Ja, so ein taktisches Spiel. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Scheiße. Ich bin voll zurückgeworfen. Ich bin unaufhaltbar. Fast down. Das ist eure gerade Strafe.
Ich steck mich lieber hier wieder in eine Ecke. Ich klopf von der Seite drauf. Ich glaube, das ist ganz, ganz praktisch. Nochmal, wo haben wir ihn? So, komm schon, schon. Okay, das können wir jetzt mit Kuh machen. Geschütz überladen, 8 Sekunden. Okay, nice. Aber irgendwie, achso, das war jetzt die Ulti quasi. Das Geschütz überladen. Nee, wir brauchen ein bisschen Rüstung. Noch 60 Sekunden. Schnappt euch die Rüstung! Ich glaube, ich pimp das Ding hier mal wieder auf. Ich bin gerade auch nicht so viel. Aber wenn das schon abgegradet ist, dann muss man natürlich gucken, dass man hier aktiv mitwirkt. Noch 30 Sekunden. Okay, mein Geschütz ist heil, oder? Okay, wir hauen einfach die ganze Rüstung komplett raus. Teleporter online. Heile mal. Halt deine Nieten fest. Okay, wir haben gleich wieder unser Ulti. 52%. Es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Okay, wir verteidigen immer noch hart. Nice. Der Kampf ist doch nicht 18 vorbei. 18 Spiele. Boah, das sieht doch gut aus, oder? Jo, wir haben gesiegt. Schönes Ding, ey. Mit Torbjörn haben wir voll einen rausgehauen gerade. Das ist doch ein schönes Ding, oder nicht? Ja, nice. Das kann man doch mal so machen, oder? Wir haben natürlich mit unserer Killstreak voll einen draufgeknödelt hier. Beziehungsweise mit unserem Ulti. Da hat das Türmchen natürlich ganze Arbeit geleistet. Ja, schönes Ding. Wir haben 15er Killstreak sogar erhalten. Ist ja gar nicht mal schlecht für den Anfang. Ja, Torbjörn macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja, kann man vielleicht nochmal in ein, zwei Ründchen ein bisschen zeigen. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Episode wieder. Die wird wahrscheinlich dann morgen auf dem Kanal zu finden sein. Und morgen geht es wahrscheinlich wieder eine Runde zu Gange mit den Tanks. Dann gucken wir doch mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welchen Tank wir uns als nächstes raussuchen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Overwatch in einem kleinen, aber feinen First Look. Macht's gut, Freunde.